Also, was geht ab, YouTube? Wir haben hier heute ein E-Girl am Start. Wir machen mal wieder ein E-Girl-Format. Und zwar haben wir ein E-Girl gemietet und mit der werden wir heute zusammen zocken. Das war so. Wie geht's dir denn? Jo, mir geht's sonst gut. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Mir geht's auch gut. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ist, 21 bin ich. 21? Ah, ich bin auch 21. Nice. Ja, und sonst so? Weiß ich genau. Wäre schon nice, wenn ihr bald anfangen könnt mit dem Game. Achso, ja, schon. Ey, sorry, tut mir leid, ich starte direkt das Spiel. Kennst du dich aus mit Twitch und so? Was heißt das? Auskennen? Okay, kennst du Twitch halt? Mhm. Und wen kennst du da so im deutschen Bereich? Im deutschen Bereich, kenne ich nur ein Girl. Wie heißt sie? Laurinchen oder so? Laurinchen? Oder Laurinchen. Aber sonst kenne ich nur englische Streamer. Welche englische? Kesha Europe West zum Beispiel. Kesha Europe West? I know who that is. Leider nicht. Ich habe ja auch gerade gesagt, du hast so deine 6 Zuschauer gerade geknackt. Also ich breche gerade meinen Weltrekord mit Dings. Auf jeden Fall bin ich wieder bei meinem, auf jeden Fall bei meinem persönlichen Rekord gerade. Wie viel? Wir sind schon Hype Chain Level 9. Oh. Ja. Was machst du so in deiner Freizeit? Was ich in meiner Freizeit mache. Ja? Socke. Oh, das ist. Hey. Oh, ein Augenblick, ich bin gleich wieder da, ja? Der Kleine ist aufgestanden. Schatz. Ah, jetzt bin ich da. Okay. So. Oh mein Gott, Level 10, ich komm nicht klar. B, 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 die sind B, B. B. Ah, ich bin tot. Oh, ich hab ihn geholt. Oh, sehr stark, okay, gut. Hier, Diffuse, man. Krass. Viyogo. Woher kommt der Name? Viyogo? Viyoga? Weiß nicht, kannst du deine 141 Zuschauer fragen? Chat kennt die Viyogo? Na, hast du schon mal die Dubai-Schokolade probiert? Zero nochmal mit. Kennst du den Trend auf TikTok, dieses Dubai-Schokolade? Kenn ich nicht. Schmeckt die? Ah doch, glaube ich, kenn die schon. Mit so Pistazie drin und so. Verstehe. Ich muss kurz das Ende in meinen Settings. Ach ja. Und was macht so das Leben bei dir? Leben? Gar nicht viel. Hab grad keine Klausuren mehr. Deswegen kann ich rumchillen. Bei euch? Ah. Ja, ein bisschen. Halt. Was macht ihr neben dem Stream? Ich streame nur. Ich leite noch einen Kiosk. Was studierst du, wenn ich fragen darf? Informatik. Ich wollte auch mal Informatik machen. Mobbing mit 5. Was passiert? Ja, dann bin ich doch Streamer geworden. Okay, schnell. Was streamt ihr sonst so nebenbei? Oder nur Valorant? Just chatting. So ein bisschen mit dem Chat quatschen und so. Ja. Und das war's. Ja, so just chatting Valorant. Gab es mal so Probleme über diese E-Poll? So Rückgabe oder so? Weil die Leute nicht zufrieden waren? Nee, bis jetzt noch nicht. Sehr schön. Wie oft habt ihr schon E-Poll benutzt? Ja, schon 200-300 Mal. 200-300 Mal. Ja. 30 seconds left. Leicht süchtig bin ich davon. Fuck, ja. Fuck me, man. Fuck me in the fucking ass, man. Fuck. Sorry, manchmal bist du Durchdreher. Ja, gut, verständlich. Was war... Ey, Digga, 370 Subs noch, ist krass. Komischste Kunde? Also gab's mal irgendwie so einen komischen? Ich hatte mal so einen Dude, der hat nicht so viel geredet, das heißt, ich muss ihn unterhalten und der hatte... Ja, es war eine eigenartige Dynamik, weil er sehr oft gesagt hat, dass er sterben möchte und What the fuck? Ist halt so... Oh. So, yo. Fuck. Da bin ich jetzt anscheinend... Also gefallen das Gespräch letzten Endes. Oh fuck. What's going on hier? Ey, ich check gar nichts, Digga. Was geht hier ab? Was haltet ihr so vom Veganismus? Veganismus? Jo. Was soll ich davon halten? Also, jeder soll sein Ding machen. Ja, das seine. Ich esse gern Schwein. Bist du vegan oder was? Jo, ich bin vegan.
okay. Aber sagst du dann auch deinen Kollegen, dass sie alle vegan sein sollen oder so? Weiß nicht, ich komme mit denen ins Gespräch und dann... Aber du würdest gerne wollen, dass sie auch alle vegan sind? Weiß nicht. Oh mein Gott, fuck my das pink. Nur beantworten, seid ihr gegen Tierquälerei oder unnötige Ausbeuterei? Wen haben wir hier im Call? Ich esse gerne das, was auf meinem Teller ist, weißt du? Jo, verstehe ich. Also, ich weiß nicht, also die Kosten, die dann irgendwie auf den Teller kommen. Also ich koche dir selbst? Ja, gerne eigentlich. Jo. Okay. Also, seit wann bist du Veganerin? Seit 2,5 Jahren. Oder durch wen? Wie bist du dazu gekommen? Es war durch eine Freundin, die ebenfalls vegan war. Und dann haben die mich auf den Gedanken gebracht. Durch die Argumentation. Okay. Neues Job. Hast du noch nur Freunde, also hast du auch Freunde, die dann alle vegan sind, oder hast du noch Freunde, die auch noch Fleisch essen? Ich habe auch Leute in meinem Umkreis, die nicht vegan sind. Okay. Wie ist das mit Familie? Jo, ebenfalls. Also. Essen auch Fleisch? Jo. Aber sind haben auch langsam angefangen, weniger das zu konsumieren. Als der so argumentiert, jo, ist halt irgendwie auf meinem Teller, dann ist es halt da und dann konsumiere ich es. Ja, das ist leider, also es ist echt sehr, sehr schwer. Ich würde auch gerne so ein Gespräch haben, zum Beispiel mit jemandem, der sich sehr gut auskennt, um zu sagen, ey, ich werde jetzt vegan. Nice. Well played, Omen. Good job. Thank you for paranoia, man. Was denkst du, wie sollte das Gespräch aussehen? So überzeugend, weißt du, dass ich mich vielleicht dann doch umentscheide. Vielleicht erst Vegetarier zu werden, dann Veganer. Mhm. Also ich find's okay, solange man darauf achtet, auf seinen Fleischkonsum, weißt du, dass man nicht übertreibt, dass man auch guckt, wo das Fleisch herkommt. Ne? Ja, genau. Mhm. Also ist es wichtig zu gucken, wo es herkommt. Also warum geht es nicht ohne den Fleischkonsum? Was denkt ihr? Weil ich finde, dass die Ersatzprodukte für Fleisch meistens schlimmer sind. Inwiefern? Mit Geschmacksverstärker, dies und das. Ich habe mir nochmal so ein Video angeguckt darüber. Mhm. Teilweise sind die Sachen sehr, sehr überteuert, weißt du? Weil die halt wissen, dass es eine Nische ist und macht das dann so extra teuer, wisst ihr? Jo, verstehe ich. Jo. Denkst du, es ist abhängig von der Marke, wo du herkommst, oder dass also generell die Ersatzprodukte alle so gestrickt sind, dass sie ungesund sind? Ich weiß nicht, ich bin da nicht so krass in der Materie, aber ich kenne da ein paar, weißt du, die das machen. Mhm. Mit den Ersatzprodukten und deswegen. Wir haben nächste Woche ein Sucuk-Camp. Da testen wir den ganzen Tag Sucuk und bringen einen eigenen Sucuk raus. Genau. Verstehe. Ich hol mal kurz meinen Onkel, der wollte mitspielen, ja? Ja, den gerne rein. What's up, ma? What's up, ma was? My homeboy. Oh, what's up, homeboy? Check up, my ass, bitch. Aha, die werfen alles dahin. Müsste dein Freund auch Veganer sein? Boah, wow, gute Frage. Denke schon, jo. Ja? Ja? Oder wenn, das ist halt, also... Guck mal, er ist eine 10 von 10. Alles passt. Jo, muss das sein. Aber er ist gerne Steak. Er ist nicht, also... Was ist er dann? Ist er dann was? Ja, er ist eine 10 von 10 für dich, aber isst gerne Steak. Jo, ist er keine 10 von 10. Wie viel dann? Also... Also eine Person, die halt... Okay, damit ist Verhaltensweisen reproduzieren, die anderen schaden, obwohl die nicht nötig sind. Das ist schon nicht so eine 10 von 10. Wäre es nicht, also würdet ihr einen Kinderschänder irgendwie gerne daten, 10 von 10, aber... Würdest du sagen, jemand, der Fleisch isst, ist so wie ein Kinderschänder? Also, wenn man... Also natürlich sind die Umstände ein bisschen anders, weil es gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist, Kinderschänder zu sein, aber halt Tiere zu töten schon. Sonstiges zu tun. Okay. Oder die ist so guckt. Würdet ihr es tun? Ja, auf jeden Fall. Nochmal die Frage? Okay. Wenn ihr Leid vermeiden könntet, würdet ihr es tun? Leid vermeiden? Ja. Allgemein? Jo. Ja, dann würde ich das tun. Okay. Ja, ja. Hast du viel auch von militante Veganerin gesehen? Oder wie findest du sie? Ihre Messages und die ganzen Sachen, die sie ja weitergibt?
Gute Frage, also, wie findest du sie? Die Message, die sie gibt, also pro Veganismus, kann ich natürlich nicht kritisieren. Ich kritisiere, wie sie an Menschen herangeht. Mhm. Ja. Aber dadurch, dass sie es in der Öffentlichkeit macht, bringt es dazu, dass Leute mehr drüber reden. Würdest du auch sagen, das hat bei dir so ein bisschen was ausgewählt, so für deine eigene Meinung? Du meinst ihre Videos? Ja, du hast ja davor normal Fleisch gegessen und dann, sie ist ja schon auch länger im Internet tätig. Schon, glaube auch über 4-5 Jahre. Dann hast du ihre Videos gesehen, hast gesagt, ja, das finde ich super. Das ist dann auch also, ein Grund, nochmal Veganer zu werden. Also es war schon in dem Verlauf, wo ich dann schon Veganer war, so nach bestimmt 0,5 Jahren, habe ich sie dann gesehen und das hat, ihre Argumente haben schon mit mir resoniert und deswegen hat sich das nochmal so verstärkt. Also sie argumentiert schon recht fein, nicht so vorwerfen, dass sie keine clean Argumente hat. Deswegen, also sie hat schon ausgelöst. Was denkt ihr darüber? Über Veganer? Nee, über die mentale Veganerin. Aber wir können auch über den Veganismus nochmal. Ich finde auch die Herangehensweise, wie sie das macht, ist nicht echt. Aber das Leben der Tiere und zu sagen, dass andere Leute, ja, ich merke das gar nicht aussprechen, Fleisch stellt mit Leuten, die Fleisch essen, das finde ich schon krass. Deswegen was findest du krass? Oh, fuck you in the man. Ich möchte das gar nicht aussprechen, aber genau das, was du vorhin gesagt hast. Diesen, ja, das ist für mich nicht dasselbe. Was ist dein Lieblingsessen? 20 Ah ja, ich mag sehr, sehr gerne Sushi. Ich mache mit dir zu Hause immer. Oh ja, mit so Gurke drin und so. Die ganze isst du aber auch keinen Fisch, oder was? Nee, ich esse keinen Fisch. Ich esse nix. Ja, Eier? Isst du Eier? Nee. Nicht mal, also, wenn du selber so Hühner hättest, würdest du auch nicht die Hühner, also das essen? Nee, würde ich nicht. Auf Freilandeier, weißt du? Jo, das macht sich besser. Also, für mich macht das... Oder warte mal, also ich muss nur nachdenken. Oder nicht darauf antworte. Honigwaben. Ja. Also eine Honigwabe, die schon ausgestorben ist, die nicht irgendwie am Leiden war. Willst du das essen? Meinst du übrig gebliebenes von den Tieren? Genau. Oh, jo, damit hätte ich keine Probleme. Das ist egal. Jo, ich hätte auch kein Problem damit, also wenn man irgendwie fragt, ob man Aas essen würde. Also es ist die Problematik, ob man irgendwie dann krank wird und Prognosen sich bilden. Jo. Das bin ich nicht so Picky. Genau. Das Ding ist, also die Hühner, die wir halt haben, also auch wenn sie Freiland sind, das sind halt Qualzuchten. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Aber ich meine, wenn du selber einen Huhn hast, weißt du? Jojo, also das sind ja dennoch Qualzuchten. Das ist... Also, was ich damit meine, ist... Also so ein Wildhuhn, das würde halt so je nach Rasse... Oder die ist so viel am Jappen, das ist insane, Digga. Hühner legen halt so 300 Eier bis 400, das ist sehr, sehr viel. Und dadurch kriegen sie auch oft nicht genug Nährstoffe, die sie brauchen. Und dadurch leiden sie. Sehr schön, well played. Das klappt gut. Boah, krass, Alter, ey. Fuck me, what the fuck is going on? Geil, geil. Ey, hat mich gefreut, ja? Ey, vielen lieben Dank, ja? Wie geil? Vigio. Jo. Vigio. Hat mich ebenfalls gefreut. Ey, vielen lieben Dank. Bleib genauso, wie du bist. Thank you, Alter. Ja. Ich hab noch eine Frage, kann man dich auch für so 12-Stunden-Streams mieten? Also dann halt auch für den Preis? Für den Preis? Genau. So für einen 12-Stunden-Stream. Also du meinst, ob es derselbe Preis ist oder was der Preis ist? Nee. Na klar, ist jetzt nicht derselbe Preis. Dann halt, ob man das machen kann. Ob du mal Zeit hättest, so 12 Stunden gemeinsam zu streamen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ich würde weniger Stunden machen. So 6? Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Jo. Auch ebenfalls. Also. Jo, ja, machen wir. Auf jeden Fall. Ist gar kein Problem. Okay. Machen wir. Jo. Okay, perfekt. Vielen lieben Dank. Jo, kein Ding. Dann schönen Abend. Jo, mach's gut. Jo. Dir auch. Nee. Ciao, ciao. Junge. Oder? Hast du sie gekickt? Ja. Hast du den Stream geguckt? Heute? Ja? Ja, ich war vorhin drin. Also, ich bin live, man hört dich. Ich hab 10.000 Subs! Ja, Glückwunsch. So, Glückwunsch an euch beide. Das Loki wie eine wie Verlobung gerade, gell? Ja, aber Ja. Ihr habt da ja vorhin mit so Mädchen telefoniert, ne? Oh, nee, ne? Was? Das war von Yusuf eine. Ja,
rede! Sie hat nicht mal was gesagt. Sie nur so, ja, seid ihr vegan? Soll ich das jetzt auch in meinem Stream sagen? Hallo, ja, Leute, seid ihr vegan? Nee, oh, dann seid ihr scheiße. Also erstmal war das die, hat Youssef die gebucht, ich habe nicht einen Cent bezahlt und das war für Content, ich habe nicht einen Cent bezahlt. Ja. Ja, ich, Bruder, wir sind auch für Content da. Ja, aber du kriegst Kohle und sie kriegt auch Kohle. Wir sind auch für Content da, genau. Wir sind auch eigenständige Menschen mit einem Bewusstsein und einer Aufgabe. Wir kriegen gar nichts. What? Ja, aber ich habe, ihr kriegt doch Geld. Warte, ich hab hier wen. Mach Lautsprecher, Kato. Ist laut. Er hat mir das Geld geschickt, er ist ein Lügner. Das, ey, was? Mein Auge hat geklebt, aber er hat mir gesagt, ey, ruf E-Ball an. Er lügt. Er hat mir 200 Euro geschickt. Ich hab nix, guck mein Paypal. Guck mein Paypal. Warte. Oh nein, jetzt geht das wieder mit diesem Paypal los, Rohrt. Dann löscht du eh mal alles raus oder darüber kriegst du nichts, weil das kann ja nicht sein, dass da immer 0 ist. Aha, 250 ja, sogar! An wen? An Dings. Aber sag das ja nicht. Aber das ist nicht Youssef. Nochmal 50 an Youssef, 300! Junge, das ist nicht Youssef! Junge, fuck you, motherfucker. Für den Leak will er mir auch nochmal 200 schicken. Fuck me, Alter, ey, don't fuck with me, yeah, don't fuck with me, I have the clock in my ex. You stupid bitch, Rojo, Alter. Don't fuck me. Okay, reicht, Youssef, verpiss dich. Ich leg mal auf mit dem irren Typen. Also, Vanessa, wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Also, mein Mund ist komplett, weiß ich nicht, im Arsch, der fällt gefühlt durcheinander. Man sieht Tabletten-Infos. Und jetzt krieg ich gerade kurz meine 5 Minuten. Das ist die einzige Stelle am Tag, wo ich jetzt mal ein bisschen lachen kann, wenigstens, obwohl es eigentlich nicht zu machen ist. Was nimmst denn du für Medikamente? Auf was bist du gerade? Das willst du gar nicht wissen, Alter, wirklich. Ich nehme hier alles mögliche Antibiotikum. Dann durch das Antibiotikum gefühlt alles geht kaputt in meinem Körper. Dann muss ich dagegen noch Tabletten nehmen, also Tabletten für meinen Darm und so. Dann muss ich noch Schmerztabletten nehmen, weil ich gottlose Schmerzen habe. Ich hatte den ganzen Tag nur Schmerzen. Und ich weiß nicht, also ich kann dir gar nicht sagen, auf wie viele Tabletten ich bin. Also Novamin-Lichtenstein nehme ich auf jeden Fall. Oder was ist das? Novamin-Sulfon. Davon 3 Stück am Tag. Nee, 3x 2 Stück. Also 6. Oh Gott, ja, doch ganz schön viel. Ja, und wie heißt es denn? Antibiotikum. Also du bist gerade krass auf Schmerztabletten. Ja. Ja, ich bin den ganzen Tag nur auf Schmerztabletten und trotzdem wie lange bist du so Knockout? Ich schlafe eigentlich den ganzen Tag. Aber ich schlafe immer nur, ich schlafe nachts auch nie durch. Ich schlafe immer nur eine Stunde ungefähr oder eine halbe, dann wach ich wieder auf. Dann schlafe ich wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann wach ich wieder auf. Und das geht jetzt irgendwie seit 3-4 Tagen so. Die ersten Tage habe ich komplett durchgeschlafen, aber jetzt ist es irgendwie ganz komisch. Und siehst du, da sind meine Streams da, weil ich mache zum Beispiel morgen einen 24-Stunden-Stream und viele Menschen da draußen sind krank und dann können sie über die Nacht zum Beispiel den Stream gucken. Ja, aber es ist ja auch nicht gut für die Gesundheit. Okay, never mind. Also, alles gut, nice. Das ist gut, vielleicht, aber ja, es ist ja nicht so gut, nach sein Handy liegen zu lassen. Also, das war jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern ja. Ja, egal, meine Streams sind Arsch, egal. Nein, so war das nicht gemeint. Aber naja, wenn man schon krank ist, dann mit den Strahlungen und so. Ah, Rohr, wie geht's dir denn so? Mir geht's gut, ich hab jetzt 10 Kassabs gehittet, mir geht's wunderbar. Nein, jetzt auf, du hast dich auf stumm gemacht, was hast du gesagt? Was? Du hast dich gerade auf stumm gemacht, was hast du gesagt? Ich hab gesagt, Lira, Abi, danke für den Sub, ich wollte nicht durchreden. Aber dann hast du mir ja trotzdem dazwischen geredet. Ja, aber so, weißt du nicht, dass du... Ja, was geht? Wie, was geht? Ja, ey, gute Besserung auf jeden Fall. Viel Tee trinken. Ja, danke schön. Mach ich, ne? Und viel schlafen. Ja, was ist jetzt mein Geschenk? Kriegst du, wenn du irgendwann gesund bist und dann vielleicht hier bist. Vielleicht? Ja. Warum vielleicht? Ja, also, wenn du Lust hast. So, ja, vielleicht. Was machst du hier für Gangster im Stream? Er grüßt einfach seine Familie hier gerade. Was? Was? Also, okay, ja.
Ring und so. Ja, hier. Auch gute Besserung von mir. Ja. Danke, Kato. Das ist sehr lieb. Bei ihm ist lieb, bei mir ist einfach... Okay, ey, Bei dir ist es auch lieb, Rohals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es ist Chat, sehr lieb. Schreib dir alle gute Besserung. Okay, ey, ich will dich nicht weiter stören. Ach, ja, danke. Ich gucke jetzt deinen Stream, pass auf, was du machst. Achso, was ich dir sagen wollte, also, du bist ja alles schön und gut, was du da machst und so, ne? Aber warum, also, was ist denn heute mit dir da abgegangen? Du hast da irgendwie, weiß ich nicht, getwirrt oder so? Also, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich bei dir bin, bist du ein bisschen anders, als wenn du alleine live bist. Ach so, und irgendwie hat dir ganz viele Subs geschickt, da hast du so getan, als würdest du am Mikrofon lutschen und meintest du besser Mann. Das ist crazy, Roas. Das ist crazy. Junge, das hab ich selber nicht mehr gesehen. Bruder, ich geh jetzt wieder. Renn, Kato, renn! Ey, ja, ich muss jetzt auflegen. Ja, ja, renn aus deinem Leben. Fuck! Bad gesnitcht! Ey, warum? Ey, Loki, wir müssen sie bannen. Sie kann nicht meine Streams gucken, einfach so.